Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Side 3. Das war jetzt voll der geile Übergang. Ja. Wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben in dieser Gießerei-Schatulle. Oder keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich für ein komischer Ort? Ich habe keine Ahnung. Und waren wir hier? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. RB! Hurra! Ja, und ich hatte gerade eben schon wieder ein kleines Theater. Hallo, da vorne ist wieder Uga. Sollen wir den töten eigentlich? Ich hab's immer nicht gemerkt. Ich glaube nicht, aber wir machen es trotzdem. Ja, so, und wieder Knöpfe drücken. Hey! Knapp. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Boss. Ein Boss. Oh, ich hab vergessen. ja. Das ist immer leicht vergessbar. Oh, nein. Halleluja. Ich hau ihm tot. Ich bin diese Steuerung überhaupt nicht mehr gewöhnt. Das ist jedes Mal so. Ja. Ja. Ja, diese Stimme behalte ich jetzt das ganze Let's Play über bei. Ja, hörst dich an wie Oppes Schlümpel. Ich weiß. Ist doch schön. Ach ja, ich hab die ganze Zeit ohne Mana gekämpft. Warum geht er auf mich, der Kackzyklop, ey? Ich bin doch nur ein alter Knacker. Danke. Das machst du sehr schön. So, was war denn? Du hast es aufgenommen. Ich hab dich gefunden. Naja. Schöne Landschaft übrigens da unten. Ja. Nur mal so drauf hingewiesen. Muss ich auch sagen. So, warte mal denn hier. Hallo. Nicht den Schalter. Oh. Ja, während du draufstehst am besten. Ja, genau, das meine ich ja. Ah. Ich bin betäubt. Wie schön. Ich glaube, darauf hat sich geskillt, oder? Weiß ich nicht. Und weggeflogen ist er. Oh, da ist ein Mechanismus. Ich glaube auch. Aua! Auf jeden Fall, ich hatte ja ein bisschen Theater jetzt mit dem HDPVR und war gerade schon ziemlich gestresst. Hast du ja mitgekriegt? Nee, gar nicht. Ich bin doch Opa. Ich nichts mitkriegen und so. Ach, Truhe! Truhe! Warum stehe ich nicht vor der Zeug. Truhe? Weil du irgendwo anders bist. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Oh, euch habe ich gar nicht gesehen. Danke, dass ihr mich total wegbasht und ihr seid komisch. Oh, what the fuck? Ah ja, die Viecher waren schrecklich, Ich weiß gar nicht mehr, ob wir die überhaupt hatten. Ja, die Viecher hatten wir. Einen davon hatten wir. Ich muss sagen. Wer lacht da so? Aua, ja. Ich lade mich mal kurz hier. Warte mal kurz. Wie gehe ich nochmal in die andere Gestalt? Du drückst LB. LB. Ah ja. Da ist wieder ein Ogre, der mich mag. Ja, ich sehe schon, Der mag dich viel zu gerne. Oh. Ja. Nein. Ah, das ist echt. Die Viecher sind ziemlich nervig. Ah, Halleluja. Nee, die sind. Ich glaube, die machen nicht One-Hit oder irgendwie sowas. Nein, nicht ganz One-Hit. Nein, aber ziemlich. Ziemlich beinahe. Oh, das betäubt. Ja, irgendwie. Dann mal rauf. Halleluja! Ich krieg ihn schon irgendwie down hier. Ja, ist ja nur ein ganz Ogre. Alleine. Ja, guck er hier, ein Ogre. Ich tanze auf seine Muschi rum. Ja. Was? Jugendfrei! Ich möchte darauf hinweisen, dass sie es wieso? Jugendfrei Muschi ist, also ist doch ein Name für eine Katze, weißt du doch. Achso. Ja. Kenn ich doch. Jeder hat doch eine Muschi zu Hause. Du bringst gerade das Niveau auf einen neuen Mindesttiefstand. Oh, hallo. Ja, so wie jetzt gerade in Deutschland, ne? Ja, bestimmt. So das Wetter und so. Und auch das Geld. Ja, grauen. Finanzen. Ja, früher war alles besser. So stimmt, die Zukunft da hast hier, alles. Da war ich im Krieg und hab alle anderen abgeschlachtet. So wie ein Ogre jetzt hier. Ja. Das ist lustig. Nein, so. Der Krieg, der war nur ich glaub, lustig ich für den Gewinner. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir den unterbrochen betäuben. Und wenn wir ihn betäuben, dann nimmt er wesentlich weniger Schaden. Aber dann kann auch nichts tun. Das stimmt. Weil er so schlecht ist. Oh, da vorne rennt irgendwer weg. Hallo, na du Gnom. Hallo Gnom, hau mich bitte. Der hat irgendwie gerade 50 Millionen Mal Schaden gekriegt. Und flieg weg. Aua, die hauen ganz schön viel rein. Das ist gemein. Yeah. Das ist nicht die feine englische Art, muss ich schon sagen. Ich habe ein Spiel gewählt und es läuft rum. Aber wir sind hier noch nicht in England, oder? Was hast du gerade dein englisches Spiegelbild angegriffen? Ja, aua. Ich greife mich selber an.
eine neue Form oder eine neue Manifestationsform des Bösen. Nein. Ja. Nein. Also ich glaube, irgendwann geht mir die Luft aus, wenn ich so weiterrede. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber so kann ich am besten immer nachmachen, dass ich gleich kotzen muss. Danke sehr. Ja, ja. Da vorne sind wieder Viecher. Das stimmt. So, wow, 115, hast du gerade 115 Damage gemacht? Nein, ich glaube nicht, weil ich zu schlecht bin. Ja, auch das. Kohle, oh Gold, Geld, oh, und Gegner. Oh, da ist schon wieder ein Ogre. Und was ist denn hier Warum los? Warum treffe ich den nicht? Sollen wir die, ich bin mir nicht sicher, sollen wir die alle... Ich glaube, wir sollen die nicht schnetzen, aber wie soll man das machen? Stimmt, hast du eigentlich auch wieder recht. Dann sonst kommt man hier gar nicht weiter. Aber am Ende sagen sie so, ja, du hast die Aufgabe nicht bestanden, weil ich alle guck mal, was ich da gerade gemacht habe. Oh, Federfall, oder? Yeah, Federfall. Federfall, du hast einen Knall. Hat der gerade... Hey, kritischer Treffer, 9 Schaden. Danke sehr. Gut. Ah, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was hier so ist. Nix. Mehr Gegner. Sehr schön. Ich glaube, hier ist nur Luft, liebe Luft. Ach nee, hier kann man her. Ach ja. Dann, wo war er lang? Da hinten, oder? Ist ja beides. Da, schön. Wo wir ja herkamen, ne? Ist klar, ne? Aber wirklich nicht, hier runter. Nicht sehr toll hier drin. Keine schöne Arbeitsatmosphäre, da weiß ich gerade nicht zu verstehen, wieso die hier so aufstehen. Da wird mir wieder warm, so wie damals unter der Decke, ne? Ich wollte doch nicht, dass du das in der LP erwähnst. Ja, Mann, ich weiß, du musst an meinen guten Ruf denken. Welchen Ruf? Stimmt. Ich rufe dich nur Schatz. Die leben ja immer noch. Ach, schon wieder sind die so klug. Töten wir ihn. Oh mein Gott, ich hab Ich werde diese Zyklopen töten. Ich hab gerade 50 Millionen Schaden reingekriegt. Und schön für den Zyklopen. Bounce! Ah. Aua! Ja, draufhauen. Jiha! Und Gestalt wechseln. Und jiha! Bounce! Haha! Oh ja, mach! Ich dachte gerade, der fiegt voll gegen mich so mit so einem Kick, weißt du? Hallo, XP sammeln! Hätte ich jetzt aufmachen sollen, hätte ich jetzt eher nicht aufmachen sollen. Doch, das sind doch diese Dämonen, die sollen wir alle töten. Keine Ahnung. Bams! Halleluja! Alter, beendete. Ah. Das war gerade One Hit, hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht, weil ich nicht hingucke. Ich merke ja, du guckst ja nie hin. Tja, so wie mich, früher. Die erinnern mich jetzt gerade voll an Pokémon. Sicher. Ja. Keine Ahnung. Galoppa hier, ne? ja. Ja, keine Ahnung. Oder Kano oder keine Ahnung, Kakani oder alle. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich schon. Also. Ja, ja, stimmt. Pokémon ist Play, ne? Pay Let's, ja. Let's Gut. Pay. Let's ja, Pay let's for Pokémon. Das stimmt ja echt. Ja, let's Pay. Das hat jeder damals gerne gemacht. Warte mal, ja, hier drüben aber ist auch gerne gespielt, weil ich fand's geil. Stimmt, und ja, weil man kann sich auch mal Nostalgie hier schwelgen und mal irgendwann mal wieder eine Minute lang spielen und sich angucken, wie schlecht die Grafik damals war, ne? Ja, damals. Ja, damals ist alles in meiner Jugend. War. Ja. War keine Truhe drin oder so in die Schale. Nee, eigentlich. Da waren nur komische Arcanis drin. Gut, dann gehen wir mal. Da ging es nicht lang. Oh, doch, da ist Truhe drin. Hahaha, ich wusste doch, dass hier irgendwo was ist. Muss doch geben, hier irgendwie Belohnung oder so dafür. Was? Doppelläufiges Bla und hallo? Das ist deins. Und der sieht ganz schön gut aus. 4300 irgendwas. Meine Fresse. Das ist viel wert. Oh ja. Alles so, übrigens für die Leute, die es jetzt nach 20 Minuten Aufnahme noch nicht mitgekriegt haben, wir spielen übrigens zusammen mit Fixe P. Yay! Was? Ich bin doch der alte Knacker gewesen, Fixe! Stimmt, hast du recht. Du bist Oberfixe. Ey, ja, ich bin Oberfixe! Ich hab mich in Zeitmaschine gesetzt und mich wieder hier zurück teleportiert, als ich alt war. Ach ja. Ich bin jetzt so 60 oder so. Also, oder so, weil ich schon Alzheimer hab, ne? Ach, ja, ja. Ja. Ich bin genauso sein. Schlecht wie früher. Ich würde übrigens entsetzt sein, wenn die Leute mit 60 schon so sprechen würden. Tja, da bin ich halt 999. Oh. Helft mir! Die Zyklopen sind wahnsinnig geworden. Sie haben Niemals! Und meine Männer an einen schrecklichen Ort verschleppt. Ja, ist klar. Ja, warum haben sie dann dich dort gelassen? Wir können nichts versprechen. Wir haben selbst Probleme. Ja, ich bin alt. Zum Beispiel Klerasil. Apropos Klerasil, ist dir schon mal aufgefallen, dass sämtliche Leute in diesem Spiel so aussehen, als hätten sie in ihrem Leben nichts anderes als Klerasil gemacht? Ja, keine Ahnung.
Der hat so viel Klärer sie gemacht, dass ihm sogar die Haare ausgefallen sind. Nicht nur die Pickel. Oh Mann. Muss man auf dem Boden suchen, vielleicht liegen die ja, hier noch ja. Um. Oh mein Gott, so, das ist lecker. So, da komm mal raus. Habt ihr meine Männer gefunden? Geht's ihnen gut? Wir haben dich gerade befreit. Guck mal, wir stehen vor ihm so. Ich hab keine Ahnung, was mit deinen Männern ist. Wir befreien dich. Hab sie jetzt gefunden? Sie bin schon da, sie bin schon da, sie bin schon da. Wie so ein nerviger Beifahrer. Ja. Ich hab Hunger. Ah, guck mal, da vorne. Da vorne, oh, da sind drei, da vorne. Drei böse Quests. Oh Aua. Mein Gott. Akani, Aua. Ich hasse dich. Also ein Gnom erstmal. Akani entwickelt sich zu. Keine Ahnung. Irgendein Scheißviech, das aus wie ein Gnom. Ach, hallo Zyklop. Ich liebe diesen komischen Sprung. Der betäubt die jetzt dauerhaft irgendwie. Also jedes Mal, wenn ich ihn anwende, wird der betäubt. Aua, 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 aua. Mistviech. Ich hab grad irgendwie 300 Schaden durch meinen schönen Blitz. Aua! Bams! Bist du nicht tot? Ich bin entsetzt. Ah, jetzt ist er tot, ist ja jetzt geil. Ist er tot! Und failen wir gleich eine Nebenquest? Hier, da, wir gehen erstmal dahin. Wir gehen erstmal dahin, genau. Wo es schön blau ist. Da gibt's wahrscheinlich den Oberanführer des Möps hier. Oh. Ach so, das ist einfach nur ein Räderwerk, ja. Das wussten wir natürlich von vornherein, dass da kein Endboss kommt. Ja, nee, klar. Ja, ja. Warte mal, da hinten ist näher, da hinten ist näher. Da ist nur ein Ogre, der da hinkommt hier. Aua. Aua, aua, aua. Hat mich getroffen und hat mir 60 Schaden. Scheißviech. Ich habe keinen Federfall mehr, nee. Schade eigentlich. So. Britze, 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 Britze. Bams. Alter, der macht mir 174 Schaden. Federfall ist irgendwie richtig cool, kann sein. Au! Aua! Es tut weh! Bist du weg? Ja, ich hab ihn immer noch gebritzelt. Und Federfall! Bams! 348 Schaden. Ich muss Federfall mehr skillen, fällt mir gerade so auf. Ich muss auch mein Britzel mehr skillen. Britzel ist cool. Ah! Gibt sicher eine Fähigkeit, die heißt Britzel. Ja, Britzel. Und Brutzel. Hey! Alter, du kriegst Schaden! Gebritzelt. Ja, ja, ja. Ich auch. 100. Hui, Gnome! Das ist ein Akani! Und ein Gnome und ich treffe sie nicht. Kann man nicht. Und das ist noch ein Ogre! Das ist echt schade, dass man nicht fokussieren. Ah, Federfall! Never! Federfall! Was macht der da? Der macht gar nichts. Cool. Hätte ich nie gedacht, dass das so blöd ist, sich einfach auf die Schnauze prügeln. Aua! Oh. Pass auf. Du sollst es nicht vor ihm stehen, wenn er diesen Angriff macht. Und Federfall! Hui! Aua! Und daneben. Au! 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 Aua! Das ist gemeine Mistvieh.